So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein 3 gegen 3 Duell in Smite. Und zwar spielen wir Janus, wir selber spielen Fenrir, Neve, beide Level 10, überraschend. Loki Level 10 gegen Ku Klux Klan und Rama. Loki Level 10 ist allerliebst. Ich spiele Fenrir, ist immer ein bisschen risky auf jeden Fall. Aber ich hoffe, wir tun gut. Die haben schon wieder ein bisschen reingeflamed, weil sie einen Support wollten, aber hier sieht es im Gegnerteam, also Assassini kann man schon mal spielen. Kann gut laufen, kann aber auch richtig schlecht laufen. Mit Fenrir muss man am Anfang richtig reinregeln. Er ist auch extrem, extrem stark im Early Game. Aber wenn man es da verkackt oder unlucky ist, dann läuft es auch mal gern einfach eine Weile schlecht. Da steht schon Loki und Rama bereit. Janus ist auch hier, schön. Dann läuft es auf jeden Fall hier auf den Fight raus. Ah, Loki ist, wird für mich bestimmt richtig eklig werden. Wir können hier vielleicht das Damage Camp schon sichern. Loki will sich's absnacken. Haben wir hier. Ja, nice. Wir haben das Damage Camp. Schon einen guten Damage gemacht. Ja. Kukulkan kommt noch. Ah, oh, Kukulkan ist auch eklig. Wir müssen auf jeden Fall ganz delikat vorsichtig sein, aber im genau gleichen Zuge müssen wir auch noch aggressiv sein, passiv-aggressiv quasi, um einfach hier den ersten Kill zu ergattern. So. Ja, ein bisschen. Loki wird mir am meisten, der wird mich wahrscheinlich fokussen, wenn ich Igni-ische, wie auch immer, und ihr wisst, was ich meine, wenn ich reingehe, dann wird er sofort auf mich gehen. Wo sind meine Leutchen? Die machen Mana, okay. Aber hätte ich jetzt nicht gemacht. Wir haben eigentlich hier noch... hätten wir hier einen Kill bekommen können. Ja, die haben auch gerade das Mana-Camp gemacht. Und ich darf noch meinen Kill abholen. Sind jetzt bestimmt ein bisschen angepisst, aber... ging noch gut. Ulti ready. Mit der Ulti komme ich beide aber noch nicht so richtig zurecht. Aber das ist jetzt mal nicht unser Problem derzeit. Wir müssen nur gucken, dass wir ein gutes Early Game hinbekommen. Loki ist gerade zurück. Der Mord mit Sicherheit trans. Ja. Hier nicht reinlaufen. Mana haben sie gerade geholt. Ah, dann sind wir mal gespannt. Wir haben einen Buff-Vorsprung auf jeden Fall. Werden sich gegenseitig die Stacks wegholen, Kukulkan und Loki. Ja, der Loki, der macht mir auf jeden Fall Kopfschmerzen. Aber wir haben ja auch Level 10 Janus und Level 10 Neve. Sollten ja auch was können. So, ja, schön auf dem Loki. Das ist eigentlich extrem gut. Ich habe jetzt hier gerade den Schuss vom Kukulkan abgefangen. Ah! Kann gleich Ulti und dann kann ich eigentlich den Loki mal reinziehen. Der hat auch auf jeden Fall seine Ulti noch nicht. Alle natürlich Heiligtum. Ja. Der Rama wäre auch low. Nee, nicht zurückgehen. Oh, okay. Ja, was sollen sie auch machen? Ohne Mana ist immer scheiße. Oh.
Das ist der mein Time to Shine. Ja. Oh, komm her. Oh, dieser Drecks-Loki. Ist schon hinten. Ja, hat man gesehen. Ah, ja. Auch ein bisschen gefailt. Aber sei es drum. Nice. Loki. Aus dem Back gehen. Ordentlich shoppen. Ich hoffe jetzt Loki überrascht mich nicht. Bis jetzt läuft's ganz okay. Mana. Jetzt geht Janus zurück. Ja, nee, da kommt nochmal rein. Loki ist da an der Seite. Alles relativ weiche Ziele. Aber ich darf sie nicht unterstützen. Ich bin genauso weich, wenn nicht sogar noch weicher. Aber wir machen hier extrem gut Damage schon. Vor allem hauptsächlich die Neve. Du kommst hier mit her. Okay, Ulti, schön. Na. Kam noch Ultis, Janus-Ulti rein. Die werden es auf jeden Fall. Ich habe gedacht, wir haben es schwieriger, aber. Ja. Hier mal die Schüsse abblocken. Können's Mana-Camp von denen vielleicht versuchen zu holen. Das war jetzt ein krankes Fail. Das ist halt Loki, ja. Das ist halt Loki. Geh doch da raus! Hm, jetzt haben wir gefailt. Jetzt kriegen sie einen Straight hier. Ja, Rama kommt. Wird mich vielleicht sogar verfolgen. Ah, kommt Loki, der will mich ulten. Würde ich davon ausgehen zumindest. Oh ja, das hat uns jetzt ein bisschen zurückgeworfen. Aber es ist noch nichts verschenkt hier auf jeden Fall. Die Timings sind halt einfach noch nicht so richtig aufeinander abgestimmt. Da passt nicht hinten und vorne, was ich mache oder was er macht oder was sie macht. Aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Oh, der Damage ist krass. Der Damage ist richtig krass. Komm Loki, komm rein. Ganz frech den Buff holen. Nee, da brauchen wir jetzt nicht reingehen. Buff geklaut und Loki noch abgestraft. Damage müssten wir noch holen. Da sind wir wieder gut voraus. Nice. Kann er sich eigentlich gönnen. Ich hab einen Buff. Aber jetzt erstmal wichtig, dass wir ihn geholt haben. Dass sie ihn nicht holen können. So, läuft doch relativ gut bis jetzt. Stack Neve. Ja.
It's time to go. There was nothing you could have done there. Komm! Okay, war faire Geschichte auf jeden Fall. War faire Geschichte. Fuck. War richtig faire Geschichte auf jeden Fall. Was haben wir hier? Die meisten Probleme bisher. Dann noch Penetration und eventuell noch Bulwark. Wegen der Ulti vom Ding, was, aber naja. Wenn Kukulga mich trifft, es hilft mit der Ulti, hilft auch Bulwark nichts mehr. Ja, sieht ganz gut aus. Aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Also wer jetzt schon denkt, er hat safe gewonnen, nur weil er hier so ein paar Teamfights gewonnen hat oder sonst irgendwas. Ich lasse mal die Stacks. Darf man sich nie sicher sein. Ist auf jeden Fall gut voraus. Bisschen mit Gold. Boah, der Damage ist abartig, ja. Wird er sich wieder zurückporten? Ja. Er läuft. Er wird laufen. Das macht er nicht nochmal. Wäre auch blöd. Jo. Jetzt haben wir uns so mit den Timings doch ein bisschen zusammengefunden. Loki wird hier irgendwo im Jungle jetzt stehen. Ne, der kommt hier direkt. Was baut ein Kukulkan? Stacks. Ah ja, okay. Damage wird gleich kommen. Darf jetzt nicht zu offensiv werden, auch wenn wir kranken Damage reißen. Damage können wir gleich holen. Loki geilt auch schon drauf. Sie haben noch nicht viele Buffs bekommen, auf jeden Fall. Könnten mich versuchen, hier einen Hinterhalt. Aber zu dritt, da gehe ich jetzt nicht rein. Dann sollen sie den Damage-Buff haben. Janus ist auch erst jetzt da. Hätten wir es probieren können, aber... Suche einfach wieder den Mana-Buff zu klauen. Richtig schön hinterlistig. Ja, Mann. Ja, okay. Habe ich ihn noch bekommen? Ne, habe ich ihn nicht. Wer hat mich auch gewundert? Schade. Ja, ist halt, wenn man frech auf den Mana-Buff geht, muss man sowas erwarten. Habe ich leider nicht. Aber alles noch im grünen Bereich. ...10-7 steht's. Kukulkan hat eigentlich die meisten Kills. Loki und Rama zum Glück noch nicht. So, was bauen wir als nächstes? Muss ich mal gucken. Chavel vielleicht. Ich bin eigentlich immer dafür, Bloodforge zu kaufen. Ich bin auch persönlich nicht sicher, warum das nicht in den beliebtesten Items drin ist als Fenrir. Hat Damage, hat ein bisschen, ist extrem OP, Schild. Ah. Gizmons. Ich hätte jetzt noch auf Rama gehen können, den hätte ich auf jeden Fall noch bekommen. Hab leider meine Attacke nicht gehittet. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Hier Blutschmiede, warum man da nicht generell mit Fenrir drauf geht, aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Wahrscheinlich geht man auf irgendwie, keine Ahnung. Weil ich meine, es hat eigentlich alles, was man braucht.
Aber gut, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich habe jetzt hier, ja, sollte mal mein Game step-upen. Ich hätte hier durch die Ulti gehen können. Sonst wird es hier nichts mehr. Kann ich ganz schnell gehen, dann fällt uns das aus den Händen. Hallo, Loki. Ah, und Abilities gefällt. Nice. So, Loki müsste seinen Sprint nicht down haben, okay. Wave Clear OP. Und wieder den Buff, das ist gut. Was will er jetzt machen? Geht zurück in den Tower. Was war denn das gerade? Warum war ich so buggy von der Ansicht her? Bin ich zwischen den Zielen hin und her geswitcht oder? Was weiß ich? Keine Ahnung. Was könnte ich brauchen? Sprintfluch. Weiß gar nicht. Wofür nimmt man Sander in Zweien? Ich könnte Schale nehmen, aber ich halte eigentlich zu wenig aus dafür. Stun. Nimm mal Fluch mit. Ist immer gut und nervig für die Gegner. Jo. Also sie haben jetzt schon einen Kill in Führung. Gold führen sie auch. Aufpassen, dass es nicht komplett noch aus der Hand gleitet. Ja, da weiß, dass ich hier stehe, oder nicht? Rama ist halt ultra mobil auch. Wenn der mal Feed hat, dann wird's echt nicht mehr lustig. Ja, darf man halt nicht. Das hab ich schon ein paar Mal jetzt gesehen, dass sie irgendwie versäumt, da rauszuspringen. Rama könnten wir holen. Ja, ich wollte es mit der Ulti noch abhauen, aber jetzt ist schon echt nicht mehr lustig hier. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was drauflegen. Ja, die Game haben wir jetzt zwar gut gemacht, aber jetzt kriegen wir gerade die Gosch voll. Ja, hier ist richtig Damage, hat seine Stacks oben. Hierbei werde ich vielleicht auch noch holen. Oder gehe ich doch noch auf? Ich weiß es nicht. Bollwerk eventuell. Ich weiß nicht, wie viel Magie-Damage ich hier schon bekomme jetzt immer. Ich habe aber das Gefühl, dass Rama und Loki größere Probleme sind als Kukulkan. Damage ist da. Sie werden sich jetzt bestimmt gönnen wollen. Die lassen sich das nicht nochmal nehmen. Ah, die gehen vom Mana. Komisch. Wollen die zum Boss? Oh ja, oh ja. Haben sie schon gelegt? Nein. Shit. Okay, jetzt heißt es verteidigen. Neve ist vorne im Tower drin. Oh, das könnte böse enden. Nice, aber haben den Tower. So, jetzt heißt es ja zumindest verteidigen. Vielleicht kriegt man noch einen Kill. Ich hoffe, sie haben mich noch nicht gesehen. Loki. Ah, ich krieg ihn halt auch mit einer Attacke nicht runter.
Wenn ich den ersten Kill erstmal hab, dann ist schon mal die halbe Miete. Ich gehe hier auf Umhang des Zwiespalts. Es war ungewöhnlich, zwei Death-Items zu kaufen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so müsste ich jetzt bauen. Wir haben eine Tower verloren. Ja, gucken wir mal, wie es weiterläuft. Und wie es weiterläuft. Die haben den Boss geholt, die haben den Tower, wir haben den Tower. Im Prinzip sind wir noch gleich auf. Abgesehen von Gold und Kills. Nice, der Damage war gut. Warden hat müsst man. Hier ist Loki. Jetzt soll's aber reichen. Ja. Ich hoffe, er hat nichts, um hier mitzukommen. Dann war das jetzt ein eigentlich ganz guter Play. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal ein paar Schippen drauflegen. So. Boah! Leck mich am Arsch, Mann! Was hat der denn gebaut? Hat er sich so mit dem Life Leech gegengeheilt? Boah, ich hab den. Ja, ich hab null Schaden gemacht bei ihm. Null Schaden habe ich gemacht bei ihm. Ansonsten müssen wir eventuell wirklich doch nochmal ein bisschen mehr Penetration kaufen. Ein bisschen schockiert. Nice. Ah, im Autotext. Oh ja, das war klar. Schade. So, die werden jetzt wieder den Boss bestimmt machen. Naja, ist da. Schon gewordet. Muss ich halt jetzt durch. Ah, oh, der Damage ist schon richtig eklig. Der Damage ist jetzt mittlerweile richtig eklig. Ich renne auch noch voll rein. Jo. Sind sie alle da? Attack erstmal Wirbelsturm hin und. Ja, okay. Ja, aufgeben brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Kukulkan hat 12 Kills mittlerweile. Hochgefeedet Rama auch relativ viele Lokis. Überraschenderweise nicht so die Gefahr, aber Kukulkan und Rama sind halt extrem vom Damage her. Und auch ich war überrascht, wie krass er sich hochgeheilt hat wieder. Wo ich auf ihn meine komplette Combo geschlagen habe quasi. Hat er irgendwie nur drüber gelacht. 9 Sekunden. Ja, ist gone. Wurf des Sinn. Jo, war ein gutes Game. Early Game waren wir am Start, aber vielleicht lag es auch irgendwo ein Stück weit an mir, dass ich mit Fenrir nicht genug gerissen habe, um einfach auch im Late Game noch was zu reißen. Das ist halt das Problem mit Fenrir. Early Game extrem stark, aber wenn man da nicht genug Feed bekommt, fällt man eventuell im Late Game ab. Ansonsten
Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt in den Videos, bitte schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sage ich, jo, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.